Wir befinden uns hier auf dem Teststand von der Güterlogistikanlage Schildhorn, wo wir eine neue Entwicklung testen, die am Schildhorn eingesetzt wird für Unterlasttransport, wo wir mit dem Kransystem während vollautomatisch Unterlastcontainer am Fahrzeug anhängen. Ganz am Anfang hat man von jedem Projekt eigentlich immer ein bisschen das Gefühl, dass das Mechanische fast das Einfachste ist. Dass man das checkt und das hat man im Kasten. Jetzt hier ist das ganz etwas anderes gewesen, weil es eigentlich ein Zusammenzug ist von vielen verschiedenen Systemen, die man zu dieser Güterlogistikanlage hat eigentlich herkonstruiert oder sogar entwickelt. Dort ist sicher die grosse Herausforderung gewesen, dass das Ganze eigentlich freitragend an der Tele selber ist. Und das hat uns bei vielen Konstruktionen ein bisschen eingeschränkt. Und auch bei den mechanischen Problemen, die wir hatten, auf der Festigkeitsseite, hat es nicht gerade geholfen. Wir haben jetzt heute hier erstmalig das Gütersystem in der Station Stechelberg in Betrieb genommen. Und das erste Mal einen Container unter dem Fahrzeug angehängt mit dem Gütersystem. Also ich beschäftige mich jetzt seit 5 Jahren mit dem System. Von der ersten Skizze, ersten Ideen, wie könnte man es machen, jetzt bis heute das erste Mal den Container am Fahrzeug gehängt ist, das ist natürlich schön, dass man den Lohn von der Arbeit sieht. Hier aus auf der Baustelle sind wir jetzt eigentlich für das da, dass wir die Schnittstelle, die wir zum Gebäude oder auch zu der Bahn haben, noch fertig testen können und das langsam aber sicher in die Praxis fließen, also dass dann die Schildhornbahn mit diesem System arbeiten kann.